Dann begrüße ich Sie heute recht herzlich hier bei der Barnimer Busgesellschaft. Wir sind hier in einer Nebengarage, wo der Denkmalpflegeverein und auch wir als Barnimer Busgesellschaft unsere historischen Fahrzeuge abgestellt haben. Und ich möchte Ihnen heute ein bisschen zur Geschichte des Stadtverkehrs in Eberswalde erzählen. Und zwar fing der Stadtverkehr 1865 mit einer Pferdebahn, denke ich mal ganz verständlich zu dieser Zeit an. Und dann kommen wir in der Geschichte des Stadtverkehrs Eberswalde eigentlich schon zum ersten großen Highlight. 1901, direkt von der Weltausstellung in Paris, wurde hier in Eberswalde eine Versuchsstrecke aufgebaut, um die gleislose Bahn, wie sie der Obusbetrieb oder der Obus früher genannt wurde, hier in Eberswalde auszuprobieren und zu testen. Die Strecke wurde 1901 dann in Betrieb genommen, hatte ungefähr 3 Kilometer Streckenlänge, ist dann allerdings nur 3 Monate gelaufen. Und musste dann aus technischen Mängeln eingestellt werden. Böse Zungen munkeln, es lag an den Eberswalder Straßen, aber das ist nicht mit Sicherheit überliefert. Ja, und dann musste es ja weitergehen mit dem Stadtverkehr in Eberswalde. Und so entschieden sich dann die Stadtoberen, die Ratsherren dazu, 1910 doch umzuschwenken auf eine Straßenbahn. Und so wurde dann 1910 bis 1940 eine Straßenbahnlinie in Eberswalde betrieben, die dann vom Kleinbahnhof in Eberswalde über den Hauptbahnhof bis zum Markt ging. Die Straßenbahn war dann allmählich an ihren Kapazitätsgrenzen, den Beförderungsbedarf zu decken, denn Eberswalde nahm Mitte der 30er Jahre einen starken Aufschwung. Also einen industriellen Aufschwung, dass die Bevölkerungszahl stark anstieg, die sich ausdehnt, die Stadt in Richtung Ostend. Und in Ostende wurden auch 2 große Kasernen gebaut, die ebenfalls Beförderungsbedarf hatten. Und dann entschieden sich die Ratsherren völlig, das Stadtverkehrssystem umzustellen auf den Obus. Und so wurde dann am 3.11.1940 der Obus in Eberswalde in Betrieb genommen. Ist eigentlich seitdem ununterbrochen betrieben worden. Damit ist Eberswalde die Stadt in Deutschland, die auf den längsten ununterbrochenen Betrieb zurückblicken kann. Es gab allerdings noch 2 große Einschnitte. Das war zum einen 1945 die Bombardierung des Betriebshofes, der Abstellung, wo fast der komplette Fuhrpark der Fahrzeuge verbrannt ist und somit in 3 Monaten erst nach dieser Zerstörung dann das Netz wieder aufgebaut werden musste, um dann wieder öffentlichen Personennahverkehr aufzunehmen. Und dann gab es 1948 im April bis September noch, wurde der Verkehr noch mal eingestellt. Ganz einfach aus dem profanen Grund, es gab keine Ersatzreifen und man hatte keine Reifen mehr. Die wurden erst im September 1948 wieder angeliefert. Damit war es dann erst wieder möglich, den Obusbetrieb aufzunehmen. Wir haben hier den ältesten Obus, den es in Deutschland noch gibt. Der gehört dem Deutschen Technikmuseum, wurde mal von der BVG gesammelt in ihren Fundus sozusagen. Dann hat sich die BVG von ihrem Fuhrpark, von ihren alten Fahrzeugen getrennt. Sie gingen an das Deutsche Technikmuseum und das Deutsche Technikmuseum hat mit dem Denkmalpflegeverein Nahverkehr, die diese Fahrzeuge warten, eine entsprechende Vereinbarung, dieses Fahrzeug zu pflegen und zu warten. Und dieser Denkmalpflegeverein ist zurzeit dabei, diesen ältesten Obus, der Baujahr 1947 ist, hier wieder aufzubauen. Wir unterstützen den Denkmalpflegeverein dahingehend, dass wir ihnen die Räumlichkeiten sozusagen zur Verfügung stellen. Zum Anfang hatten Sie dieses Fahrzeug ja schon von außen gesehen, jetzt nochmal von innen. Das ist eigentlich der Obus, den jeder Eberswalder, der zumindest in der Stadt groß geworden ist,
in Erinnerung, in Gedächtnis haben müsste, weil dieses Fahrzeug ist von Anfang der 60er Jahre bis Mitte der 80er Jahre, also über 25 Jahre, hier in Eberswalde gefahren, hat das Stadtbild entscheidend mitgeprägt. Viele, denke ich, können sich auch daran erinnern, dass diese Fahrzeuge früher mit Hänger unterwegs waren. Der Denkmalpflegeverein ist gerade dabei, einen entsprechenden Hänger noch aufzuarbeiten. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, vielleicht in einem Jahr dann auch dieses Fahrzeug mit Hänger wieder fahren zu lassen, um in der Erinnerung, in der Tradition das mal darzustellen. Natürlich, ganz klar, kann man sich auch dieses Fahrzeug mal zu einem besonderen Anlass ausleihen.